Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan Uwe Elterton. Heute mal wieder mit Clash Royale, ja, ihr wisst es. Die zweite Folge bei mir, 17 Uhr samstags immer. Also, es hat sich so ein bisschen eingebürgert, so ein bisschen so die Regel. Immer eine Clash Royale Folge. Dann wisst ihr, ja, ich lebe noch, ich mach's noch. Und wir starten hier einfach mal mit einem Fight von mir, den ich vorhin noch gemacht habe, um meine Truhenplätze alle zu füllen. Denn im Moment bin ich, ja, ich bin recht stabil in Arena 9. Hab also zurzeit keine Ambition, nach Arena 10 zu gehen. Und wir spulen hier einfach mal zweifach vor. Dann geht das hier ein bisschen fixer. Also, das ist zurzeit mein aktuelles Deck hier. Mit dem, ja, gewinne ich, verliere ich. Ist sehr, sehr unterschiedlich, aber ich spiele es ganz gerne. Und hab's mir auch natürlich mal wieder ein bisschen abgeguckt von jemandem, der mich damit genatzt hat. Hab ein bisschen geübt. Und dann klappt das meistens mit mir. Aber ihr seht, ich habe das erste Mal den Holzfäller vor allen Dingen im Deck. Und den habe ich noch gar nicht in irgendeinem Deck gehabt, weil ich nicht genau wusste, Mensch, wie setze ich den denn ein? Und aber hier glaube ich, da geht er gut durch. Und das ist mein erster Stern. Das ist mein erster Stern hier. Also super gemacht hier an der Stelle. Den Pekka wusste ich irgendwo abzuwehren. Und auch mit meinem Sepp habe ich hier die Minions lieber gemacht als die Goblins, denn die Goblins machen nicht ganz so viel Schaden wie die Minions, wenn sie dann darauf zugreifen. Und jetzt den mit dem, wie heißt das, mit diesem Feuerzauber schön die gegnerischen Barbaren hier. Da sterben gerade alle Minions. Ihr habt das gesehen. Es ist jetzt gerade sehr, sehr schnell, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen was machen. Aber einfach mal nur, ja. Also ich lebe noch, ich mache noch Clash Royale hier. Es tauchen ja auch immer wieder die Fragen auf, auch bei mir im Stream. Ah, spielst du auch Clash Royale? Ja, ich mache es, wenn auch nur nebenbei und so ab und zu. Aber ich tue es. Und was ich natürlich am liebsten tue, sind Umsonst-Sachen spielen. Ja, im Moment haben wir ja mal wieder eine Umsonst-Sache hier, nämlich die Duo-Auswahl-Herausforderung. Einmal gratis, ja, da würde ich sagen, gehen wir auch gratis rein. Denke ich mal, denn die endet in 2 Tagen, 11 Stunden und es gibt irgendein Ding, das kenne ich noch gar nicht, das muss ich mir heute Nachmittag erstmal von meinem Sohn erklären lassen und dann schauen wir mal rein, was wir hier machen können. Ah, okay, es ist eine Auswahlherausforderung, das heißt, wir wählen Karten aus, dann machen wir das auch mal und vor allen Dingen ist es auch wieder Duo. Oh, ihr seht, diese Kanone, wir nehmen sie mal. Auch wenn ich nicht weiß, wie sie funktioniert. Also ich weiß überhaupt nicht, wie sie funktioniert. So wie ich das ganze Spiel ja nicht so wirklich kann. Ihr wisst das, ich habe auch immer wieder ein paar Disliker und ein paar Hater. Und Mensch, mach lieber deine zweite Folge mit Clash of Clans. Aber nee, ich weiche nicht von meiner kleinen Linie ab. Und dafür bringe ich samstags 2 Videos. Also einmal Clash of Clans und einmal da geht er schon durch. Und einmal hier Clash Royale an der Stelle. So, jetzt gucke ich mal, wie diese komische Kanone hier tickt. Das weiß ich ja echt noch nicht. Ey, das ist ja krass. Das ist ja krass. Dann hauen wir hier mal die... Ah, ich habe wieder nicht genug Elixier. Nicht richtig ausgewählt an der Stelle, aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir gehen hier links schon ganz gut durch mit unseren Truppen hier. Ah, mal gucken. Jawohl, ersten Turm haben wir. Ja, super. Läuft. Läuft, würde ich sagen, ja. Schöne Hexe gezogen hier, damit wir so ein bisschen Ablenkung für die gegnerischen Truppen haben. Was hat er da? Den Blasrock-Kobold, okay. Den werden wir hier aufhalten mit unseren Speerkobolden. Und wir haben ja auch selber den Blasrock-Kobold. So, jetzt hauen wir aber hier mal unseren Tesla rein, der hoffentlich das dicke Ding hier wegbrutzelt. Ah, er kriegt unseren Tower auch. Okay. Aber wir sind schon an seinem zweiten Tower dran. Das ist natürlich echt super. Mit dieser komischen Kanone da. Eieiei. Da haben wir schon ein bisschen was geschafft. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen verteidigen an der Stelle. Ich denke, das machen wir auch. Ich mache das einfach mal mit dieser Kanone.
denn ich weiß nicht genau, wie die tickt. Ah, die tickt ganz gut, glaube ich, an der Stelle. Okay. Da hat er ihn hier. Dann ziehen wir hier mal unsere Nachthexe nach und unsere Kanone. Was macht die jetzt eigentlich? Ich weiß überhaupt nicht, was diese Kanone hier macht. Oh nein, er hat uns da unten erwischt. Scheiße. Habe ich nicht drauf geachtet. Ah, Mist. Tut mir leid. Fulgore. Habe ich nicht drauf geachtet da unten. Also wir müssen ein bisschen mehr für unsere Defense hier machen. Und nicht nur in der Offense arbeiten. Jetzt haben wir schon unser erstes X. Naja. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, was denn eigentlich diese Kanone macht, wenn sie, ja, ich glaube, die stand dann da nur noch so rum. Und da wusste ich ja wirklich nicht, was machst denn da? Na, naja, mal gucken. Mal schauen, wie der nächste Kampf hier, der zweite hier. Kurz mal die Kehle betäuben. Und ich nehme ja gerade diese Folgen hier immer gerne am Stück auf. Na, gucken wir mal. Kampf beginnt jetzt. Super. Cannon Card 2 vs. 2 Draft Challenge heißt es hier im Englischen. Der Gegner sagt schon mal Danke. Und wir sagen, ja, da, das wiederholen wir. Ich bin zwar emotionslos, aber wir sagen auch mal, ja, wir sagen einfach auch mal Danke. Ja, gar keine Frage. Und dann schicken wir hier mal unseren Prinzen rein und ein paar Barbaren dahinter. Da kriegt er jetzt irgendwas was mit Luft oder so. Aber das geht noch. Und ich denke mal, wir können aber hier unsere Skelettarmee reinschicken. So, mal schauen, was er uns da entgegenzusetzen hat. Tunnelgräber hier, der muss den jetzt auch machen. Mal gucken. Oh, der hat da eine Kanone. Shit. Shit, der hat diese komische Kanone da. Kampfholz hier rein. Oh, was ist das denn? Was ist das denn hier? Boah! Alter, ist das scheiße. Mann, ist das scheiße. Ah, jetzt haut er uns die zweite Kanone schon vom Bug hier. Ach nee, das ist unsere Kanone. Die da hoffentlich jetzt ein bisschen verteidigt. Ah, nicht ganz, aber der Blasrohr-Kobold auf 7 macht jetzt auch nicht so wirklich hier den Schaden. Und... Nee. Oh, so ein Glück, ey. Mann. So, wo haben wir denn überhaupt was? Wo kriegen wir überhaupt jetzt ein bisschen was hin? Ich denke mal, wir kriegen nur auf der rechten Seite hier ein bisschen nach wie vor mit unserem Prinzen hin. Und hier hauen wir mal unsere Barbaren rein und spammen hier auch unsere Skelette. Das geht nicht anders. Wir müssen ein bisschen verteidigen im Moment. Dass die uns hier an der Stelle nicht wirklich zu nahe kommen hier. So. Wo ist denn der Gegner eigentlich? Okay, der Gegner ist da. Und wir haben auch seinen Turm. Das ist schon mal nicht schlecht hier an der Stelle. Dann nehmen wir mal hier den Elektromagier, damit der mal nicht durchkommt hier. Und hier nehmen wir die Hexe, um den Päcker so ein bisschen abzulenken. Jawohl. So, jetzt... Oh. Mann, ist der nahe bei uns an dem Turm dran. Oh, das ist dösig. Das ist natürlich dösig hier. Die schießen natürlich auf nix hier. Ich habe gar keine Luft-Defense. Scheiße, der Turm ist hin. Unser Mittelturm ist fast hin hier. Naja, ein Zauber, eine Bombe, dann ist der hier natürlich Geschichte. Oder auch ein paar Pfeile. Ah, Mist. Echt gute Folge wieder. Jawohl, Daumen nach oben dafür. Carlitos war mein Mate hier. Okay. Ich probiere es einfach nochmal. Ja. Ihr wisst, ich brauche dieses Kanönchen nicht unbedingt. Jetzt zwei Niederlagen schon. Naja. Gucken wir mal. Hiervon kann ich ja gar nicht spielen. Weil ich beide Karten nicht wirklich gut kenne. Die Prinzess nehmen wir mal. Die habe ich. Die kenne ich wenigstens. Und wir nehmen hier mal den Rambock. Nicht diese komische Kanone. Die nimmt sich wahrscheinlich dann mein Mate. Wir nehmen die Feuergeister dabei. Und gucken mal, wie weit wir mit diesem Deck hier kommen. Oh, auch wieder eine 2 vs. 2 Draft Challenge, so heißt es hier im Englischen. Und dann kämpfen wir mal. Ich denke mal, wenn unser Ding hier voll ist. Oh, das ist krass. Nicht schlecht. Nicht schlecht gemacht an der Stelle.
Das war gar nicht mal übel von ihm, das so zu machen, gleich einen Klon hier auf die Princess zu bringen. Aber wir sind an seinem Turm dran und ich denke mal, wir könnten aber hier schon anfangen, so ein bisschen zu verteidigen. Na, schafft man den Turm? Ah, nicht ganz, okay. Aber der Turm hier ist fast down. So, jetzt müssen wir allerdings seine Meute hier hart verteidigen. An der Stelle. Mal gucken, was wir hier bringen müssen. Ah ja. Eieieiei. Alter, das ist immer höllisch spannend hier, diese Duos vor allen Dingen. Aber jetzt geht es hier erstmal auf seinen Turm. Und ich denke mal, mit einem Schuss von der Princess fällt er. Nein, ihr fällt noch nicht. Ei, das ist ja blöd. Okay, dann müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Magier hier, Magier da. Ein bisschen zum Ablenken. Jetzt versucht er schon mal unseren Turm zu blitzen. Ja, aber ich meine, sind wir ehrlich, wir gehen jetzt auf den linken, weil ich natürlich auch noch mein Sepp dabei habe. So, dann machen wir das auch an der Stelle mal. Er hat natürlich jetzt auch irgendeinen Zauber hier parat, gar keine Frage. Mal sehen, ob wir jetzt nicht gleich unseren Sepp bringen. Aber oh, wir sind am Turm durch. Ah, yes! Und Princess kommt Mitte, 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 Mitte jetzt. Ah nee, die gegnerische Princess schafft uns da an der Stelle. Okay, aber wir sind zwei Türme vor. Und er hat einen Friedhof gesetzt hier, das ist natürlich super. Weil die Prinzessin geht dann nicht wirklich weit hier an der Stelle. So, aber hier. Hat er jetzt auch beide Türme hier gepackt. Naja, okay, jetzt hat er da zwar zwei Türme stehen, aber die helfen ihm auch nicht wirklich. Und wir stürmen hier jetzt mal mit unserem Rambock ran. Mal schauen, er kommt natürlich auch hier jetzt ganz, ganz hart. Ganz, ganz hart mit Truppen rein und schafft es auch. Leute, dreimal Niederlage in einer Folge. Naja, was willst du machen? Ich werde es mir nicht nochmal gönnen, denn ich brauche es nicht wirklich, aber immerhin plus 2 in die Kronentruhe und plus 2, ja, verloren. Und jetzt, ah, diese Wahnsinnstruhe, die es hier ja auch immer gibt. Ja, also Mensch, hier gibt es ja richtig was. Hier gibt es, okay, 7-mal Gold. Und vier Kobolde, okay. Ein paar Lakaien und die Koboldhütte, okay. Ich weiß hier sowieso im Moment gar nicht, was ich updaten soll. Also die Herausforderung hier für mich mal wieder für einen Anker. Und ich würde sagen, wisst ihr was? Um die Folge ein bisschen abzurunden, sie ist auch ein bisschen länger, macht mir aber nichts. Ich denke mal, das erfreut zumindest die Clash Royale Spieler unter euch und auch meine Clash Royale Zuschauer, denn ich habe auch ein paar. Ja, deswegen, ich will das gar nicht mal so aufgeben, auch wenn das nicht so der Bringer ist hier bei mir. Das Chest Opening hier bei mir wieder mal episch. Ja, mit Karten, die ich brauche oder auch nicht brauche, wo ich im Moment auch nicht weiß, was ich updaten soll. Und deswegen kämpfe ich einfach mal mit meinem aktuellen Deck nochmal hier rein. Okay. Schauen wir mal, wie das werden kann. Level 10 Gegner, okay, ich bin auch Level 10, ich weiß, ich bin in der Arena 9. Ich könnte ja viel höher. Ja, könnte ich. Aber will ich gar nicht. Will ich gar nicht, denn ich will hier jetzt auf der gegenüberliegenden Seite eigentlich meine anderen Truppen hier spammen. So, den Feuerball auf den Magier. Und dann, ja, das war eigentlich ganz gut, glaube ich. Da haben wir noch ganz gut verteidigt. So ein bisschen lerne ich ja auch dazu. Wenn auch nicht so super viel. Ja, also ich bin auch nicht hier der Heilsbringer. Mal gucken, was mein Sepp hier bringt. Na, gegen die vier Barbaren nicht wirklich viel. Da kommt mein Hawkrider auch nicht so super durch. Naja, was willst du machen? Dann hauen wir den hier mal rein. Dass die jetzt mal schön erstmal darauf gehen. Und hier unsere Skelette gespawnt. Ja, die lenken gut ab. Er hat scheinbar keinen Sepp oder was auch immer. Aber er hat hier die Lakaien und die muss ich mit meinem Feuerball jetzt machen. Sonst machen die mir ein bisschen zu viel Schaden an meinem Turm. Auch noch gerade so abgewehrt. Okay, sieht noch ganz gut aus. Er hat ein bisschen mehr an meinem rechten Turm. Ich denke mal, an der Stelle wird er auch durchkommen. Mal sehen.
Ah nee, na okay, er kommt jetzt von da. Jetzt wir lassen das Elex jetzt mal durchlaufen für den Hock und die Minions auf der linken Seite hier. Das ist jetzt gerade so weit. So, hier können wir reinziehen. Da kann ich jetzt auch nicht wirklich viel gegen machen. Ja, da kann ich jetzt nicht wirklich viel gegen machen hier. Aber mein Hock macht da hinten auch so ein bisschen was. Und ich muss den Magier irgendwie wegschaffen da. Und die Banditin, okay. Also immer noch alles offen hier an der Stelle. So, mein Ofen brauche ich natürlich jetzt nur da präsentieren. Gar keine Frage. Und dann kann ich auch letztendlich hier meine Truppen reinspammen. Ich weiß, er ist jetzt ziemlich im Vorteil hier. Keine Frage. Gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie so packen. So, ist der gut gesetzt? Ja, der war gut gesetzt an der Stelle, glaube ich mal. Na, schafft die das? Nee, die schafft es auch nicht. Haha. Gerade noch so gepackt, aber ich denke mal, wir werden es trotzdem nicht mehr gewinnen hier. Dafür ist die Armee hier jetzt zu stark. Jetzt haut er hier noch einen Wut raus, okay. Da können wir jetzt noch mal zappen, aber ich denke, das haben wir leider verloren. Ja, das haben wir leider verloren. Das haben wir leider verloren. Es gibt noch einen Kron-K.O. Okay, es gibt noch einen Kron-K.O. Naja, okay. Bei 2,23 kann ich nur noch das 1-1 hier halten. Er versucht es jetzt noch mit Pfeilen. Okay, das gelingt ihm an der Stelle nicht. Und ich muss meinen Magier hier ziehen. Ah, die geht auf den Magier. Super. 37 Sekunden. Ja, da werde ich auf jeden Fall sein Sepp hier nicht wirklich schaffen. Und das war es auch für mich. Naja, gut. Ja, hat er gut gewonnen. Ist nicht so schlimm. Wir haben noch einen Tower gemacht hier. Minus 28, damit kann ich leben. Aber schöner Abschluss der Folge hier. Also immer nur verloren, 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 verloren. Ist nicht so schlimm für mich. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Also wie gesagt, samstags 17 Uhr. Die Folge bleibt bei mir Clash Royale. Und bis dahin, euer Toto. Clasht.